der immer wieder jahrelang wiederholte Traum verschiedenen Versionen, stundenlangen Jump and Runs, also der Verfolgtheiten, der diesmal, der jedes Mal endet, zu entkommen, aber diesmal mit einem ekelhaften Ende. Man ist aus einem Supermarkt erworbenen Käse, ich glaube einen mit jener Bombelle, Überzug aus einer roten elastischen Kruste, indessen, nachdem man die Hälfte vertilgt hat, befindet sich in dessen hinteren Hälften wie in einem wurmstichigen Apfel lauter Maden oder Spinnen oder Krabbeltiere. Er ist also wie letztes Mal eine tatsächlich erworbene, was war das, Paprika, innen halb verwest. Der andere sagt nur, das ist kein Problem. Käse besteht sowieso aus Vergärungsprodukten von Bakterien, um diese haltbar zu machen. Das tröstet nicht und lässt in Ekel aufwachen. Nachgedacht, was er zu bedeuten hätte. Hinweis auf Freuds Aussage: Es ist nun soweit, alles zu empfinden, über das wir berichtet haben. Und die Stelle bei Pausanias, die der von Iphigenie, der Opferin Iphigenies, weil das Orakel das so empfohlen hat, der Tochter des Agamemnons vor dem Trojanischen Krieg, damit die Winde wieder einsetzen, korreliert. Auch im Messenischen Krieg gibt es die Szene, dass das delphische Orakel die Opferung einer Tochter verlangt für den Sieg über Sparta. Ein König will sich dem unterwerfen, da erklärt ein Liebhaber, ein Verlobter, der ein Auge auf seine Tochter geworfen hat, das ginge nicht, sie sei schon ihm versprochen und somit sein Eigentum, und außerdem sei sie schon schwanger. In die Enge gedrängt, schlitzt der König vor Wut seine Tochter auf und beweist, dass sie nicht schwanger sei. Ich glaube, später tötet sich dieser König am Grab der Tochter. Nach langen, jahrelangen Kriegszügen. Das Volk ist so erbost, dass es diesen Verlobten, der falsche Wahrheit von einer vermeintlichen Schwängerung, um die Tochter zu retten, verkündet hat, aufknüpfen. Aus anderen Ängsten und in die Enge gedrängt werden. Also eine ziemliche Grausamkeit in diesen griechischen Geschichten. Es gibt aber auch das Gegenbeispiel, dass dann der Nächste seine Tochter opfern soll und dieser dann sagt, nein, das sei gar nicht seine leibliche Tochter aus dem Geschlechte der so und so, sondern diese sei ihm wegen der Unfruchtbarkeit seiner
Angeheirateten untergeschoben worden. Und nachdem das Volk ihm das nicht glaubt, weil das Volk vor allem glaubt, dann als nächstes dran zu sein, eine Tochter opfern zu müssen, flüchtet dieser von Messene nach Sparta. Er kehrt dann später nach Jahrzehnten der 29-jährigen Krieg nach zwischen Messene und Sparta, den sogenannten messenischen Kriegen, zurück und erklärt immer noch, dass seine Motivation gewesen sei, nur wegen der geliebten, nicht leiblichen, sondern Adoptivtochter diese Flucht vollzogen zu haben, und nachdem eine Athene-Priesterin erklärt, sie lege jetzt ihr Amt nieder, weil sie die wahre Mutter sei und das Ganze die Wahrheit sei, stimmt das Volk wieder zu und verurteilt ihn nicht wegen dieser Fahnenflucht. Also schon sehr skurrile Blutverwandtschafts- und Blutracheverhältnisse hier im antiken Griechenland.